Qualität sein. Okay, dann lassen Sie uns mal anfangen. Wie gesagt, immer einfach direkt Fragen stellen, aber heute wird es wieder eine Einführung geben, wie jedes Mal, wo ich versuche, Sie zu motivieren, warum wir eigentlich diese parallele Programmierung brauchen. Und die Idee, oder was einfach passiert ist in den letzten Jahren, also wenn man hier mal anschaut, von der Webseite Wikichip, was eine recht interessante Webseite ist, wenn man sich anschauen möchte, was so mit Transistoren passiert und mit der Dichte der Transistoren auf heutigen Maschinen oder Mikroprozessoren. Und hier sieht man nur 2014 bis 2022 und man sieht, dass die Dichte pro, also die Millionen Transistoren pro Quadratmillimeter, ja, wir sind jetzt ca. bei 170, 180 Millionen und bald wird es 290 Millionen geben. Das heißt, dass vor ein paar Jahren, also so 2017, hat Intel gesagt 100 Millionen Transistoren pro Quadratmillimeter. Jetzt sind wir in Faktor 3 drüber fast, also Ende 2021 wird es in Faktor 3 drüber gehen mit dem TSMC 3 Nanometer Prozess, der dann in Produktion geht. Und das heißt, dass es CPUs geben wird, die 80 Milliarden Transistoren haben oder GPUs, also Chips im Endeffekt. Und das ist ja recht interessant, also es gibt relativ große Hersteller, kann man sich dann durchlesen, hier AMD zum Beispiel oder Nvidia hat schon extrem große CPUs oder GPUs. Und die Frage ist jetzt, was macht man denn mit diesen ganzen Transistoren? Also früher, wie gesagt, hat man die alle in einen Core investiert und man hat dann die einzelnen Instruktionen, die man bekommen hat, immer wieder ausgeführt, immer wieder optimiert durch die Investition von mehr Transistoren. Ja, was man heutzutage macht, ist im Endeffekt immer noch das Gleiche. Also man hat immer noch relativ viele Transistoren, um einen einzelnen Core zu implementieren. Aber gleichzeitig bekommt man es nicht mehr hin, mit einem Instruktionsstream sozusagen, also einer Quelle von Instruktionen, den gesamten Chip zu programmieren. Deswegen muss man parallel gehen. Das ist einfach ein fundamentales Problem. Und deswegen müssen Sie parallel rechnen verstehen. Ja, also das ist genau das, was ich versuche Ihnen hier beizubringen. Also wir gehen sehr, sehr, sehr parallel. Und jetzt die interessante Beobachtung ist ja, ja, jetzt haben wir 80 Milliarden Transistoren. Ja, das Gehirn hat ja wohl 86 Milliarden Neuronen. Ja, interessant, da könnte man ja schon drüber nachdenken, ob man da nicht langsam an Menschen draus bauen kann. Ja, mehr oder minder. Also wir wissen natürlich, dass jedes dieser Neuronen hat ca. 1000, also im Durchschnitt 1000 Synapsen. Ja, das heißt, dass es eben viel, viel, viel komplizierter wird. Ich kriege hier irgendwie relativ starkes Geräusch von dir, Timo. Kannst du auf Mute gehen? Okay, genau. Und das war aber gestern oder letztes Jahr. Was ist denn jetzt gestern passiert? Gestern, also sozusagen während wir die Vorlesung gestern hatten, ist eine sehr interessante Pressemitteilung rausgekommen. Die Pressemitteilung von der Firma, die nennt sich Cerebras, ist eine recht interessante Firma, bei der ich übrigens letzte Woche einen virtuellen Vortrag gehalten habe über Sparsity in Deep Learning. Das ist auch eine Firma, die sich hauptsächlich mit Deep Learning und sehr großer Skalierung auseinandersetzt. Und sie haben angesagt, dass sie jetzt ihre zweite Version der Wafer-Scale-Engine haben. Und das, was die Frau dort in der Hand hält, ist ein einzelner Chip. Mehr oder minder, eine einzelne CPU. Und die hat 2,6 Trilliarden, aber ich glaube auf Deutsch heißt das leicht anders, Trillion Transistors. Und die interessante Einsicht da ist, dass man jetzt mal schauen kann, warum brauchen wir parallele Programmierung? Ja, weil diese Maschine hat 850.000 Cores allein. Also allein dieser eine Chip sozusagen. Ja, wird gefertigt in TSMC 7 Nanometer, kann man bald kaufen, also drittes Quartal 2021. Die Kosten sind interessant, also ist noch nicht ganz raus, wie viel es kosten wird, aber es wird teuer, mehrere Millionen. Und diese, was ich gerade sagte, 2,6 Trillionen Transistoren, 40 GB, 20 Petabyte pro Sekunde Bandbreite, also schon ein beeindruckender Chip für mehrere Millionen Dollar. Jetzt die Frage, wie programmiere ich den? Ja, das ist genau das, was wir eben wissen müssen, was wir jetzt hier in der Vorlesung lernen, wie man den programmiert. So, aber das war jetzt die Motivation, jetzt kommen wir zum Administrativen. Die Zoom-Links ändern sich vielleicht oder haben sich vielleicht geändert, nicht für alle, aber für einige, also genau für die
die einen studentischen Hilfsassistenten hatten, haben sich die Zoom-Links nicht geändert. Für die, die andere Hilfsassistenten hatten, haben sich die Zoom-Links geändert. Die neuen Zoom-Links sind aber alle, neuen und alten, auf dieser Webseite zu finden. Also das ist kein Problem. Wir versuchen, okay, also wir hatten vorgesehen, dass wir das auf unserem, also von meinem Lab, das Scalable Parallel Computing Lab, dem YouTube-Stream live streamen. Leider hat es nicht ganz funktioniert, weil der OBS irgendwie nicht richtig funktioniert. Was wir aber auf jeden Fall machen werden, ist, dass wir die Aufnahmen, eben genau die Aufnahmen, die ich hier lokal tätige, in hoher Qualität, dort auch hochladen werden. Also die Videos von gestern sind bereits in der in dem YouTube-Stream. Und ich stelle gerade fest, dass die Folien wahrscheinlich noch nicht da sind. Und das kann man relativ schnell beheben. Das haben wir jetzt leider in dem ganzen Setup leicht vergessen. Aber das bekomme ich recht schnell hin, die Folien dem Herrn. Also schicken wir die Folien, wenn ich den Call mache. Ja, genau. Das, dann kann ich das danach kontrollieren. Das machen wir dann. Genau, okay. Die Folien wird es in ca. 5 Minuten geben. Okay, dann geht es weiter, dass jetzt der Herr Schneider, den Sie ja bereits sehen im Video, der Herr Schneider ist der Hauptassistent für diese Vorlesung, der ist für sozusagen alles verantwortlich, wenn irgendwas schief geht, wenden Sie sich bitte an den Herrn Schneider, wenn irgendwas Zeitkritisches schief geht, können Sie ihn auch anrufen, er hat seine Telefonnummer freiwillig zur Verfügung gestellt, wenn irgendwas nicht Zeitkritisches schief geht, dann schreiben Sie ihm bitte eine E-Mail. Und beliebige andere Fragen, fragen Sie einfach Ihren TA in der Gruppe, fragen Sie im Moodle oder fragen Sie mich in der Pause. Also es ist wahrscheinlich das Effizienteste, mich direkt in der Pause zu fragen oder vor der Vorlesung. Ich bin ja immer 5 bis 10 Minuten eher da und dann auch in der Pause und vielleicht auch noch ein bisschen danach. Ich hoffe, dass wir nicht so viele technische Setup-Probleme haben wie bei den ersten paar Mal, aber das werden wir sehen, wenn wir mit dem YouTube weitermachen. Okay, also was werden wir heute lernen. Aber kurz, erstmal möchte ich wiederholen, was wir gestern gelernt haben, dass Sie so ein bisschen wieder das zusammenfassen. Dann haben wir einen kleinen Quiz für Sie, was ja wieder ein Vorteil ist der Online-Variante. So können Sie relativ einfach, da Sie ja sowieso am Laptop sind, an diesem Quiz teilnehmen. Also die heutige Idee ist, dass man, oder was wir gestern gemacht haben, ist, dass wir eben einfache Korrektheitsbeweise gemacht haben. Und jetzt ist das Video wieder nicht so gut. Ach, ist das wirklich so schlimm, ja? Also jetzt ist gerade wieder besser, das ist immer so ein paar Sekunden. Aha, okay. Ja, das ist wirklich ärgerlich. Dann müssen wir vielleicht Twitch probieren, wenn das mit dem YouTube nicht funktioniert. Okay, ich mache erstmal weiter und dann haben wir die Umfrage und dann werde ich nochmal versuchen, meine Videoeinstellung in dem Zoom zu tunen. Also da kann man auch einige Sachen einstellen. Okay, was wir dann gestern noch gemacht haben, ist, wir haben uns Speichermodelle angeschaut. Die Speichermodelle sind relativ wichtig eben, weil das der Vertrag ist zwischen dem Programmierer, ja, der Laufzeit und der Architektur. Also Entschuldigung, Programmierer, Compiler, Laufzeit und der Architektur. Und eine Sache, die ich Ihnen noch kurz erzählt hatte gestern, wo wir heute ein bisschen tiefer gehen werden, ist das Java Volatile und Synchronized, also einfach die Beispiele. So, was wir heute machen, ist, wir werden uns heute anschauen, wie man einfache Logs mit sogenannten atomaren Registern, und das werde ich Ihnen natürlich erzählen, was das ist, darstellen, also implementieren können. Ich werde dann weiterhin auch noch Ihnen erklären, wie man ein Mehr-Thread-Log, also am Anfang fangen wir jetzt mit 2 Threads an, das ist immer das Einfachste, also ein Thread ist trivial, werden wir sehen, 2 Threads sind leicht komplizierter, nicht viel komplizierter, aber haben schon fast alle Probleme, wie man mit mehreren Threads sieht. Und dann N-Threads ist eben die Verallgemeinerung von 2 Threads relativ komplex. Da gibt es verschiedene Log-Algorithmen mit atomaren Registern, eben den Filter-Log, den Bakery-Log, die werden wir heute alle durchgehen. Und dann werde ich Ihnen sagen, dass das alles keine gute Idee ist. Und dann werden wir zu atomaren Operationen gehen. Ja, und dort wird es dann 3 verschiedene Varianten eigentlich ein und desselben Logs geben, was wir uns dann in Ruhe anschauen werden. Und das ist dann im Endeffekt einer der besten Logs. In dieser Einführungsvorlesung werden Sie nicht die absolut perfekten Logs lernen. Das ist dann wieder im MDP-HPC, was eine logische Fortführung dieser Vorlesung ist. Aber wir werden zu einem Log kommen, der relativ praktisch ist. Aber die Idee ist auch wirklich, wie gesagt, das hatte ich Ihnen ja gestern schon erklärt, Sie werden das nicht
praktisch implementieren. Sie werden das praktisch implementieren, aber später in Ihrer Karriere werden Sie einfach Logs benutzen, die jemand anders für Sie implementiert hat. Aber Sie müssen verstehen, wie die funktionieren. Ja, und das ist genau wieder Benjamin Franklin hier. Tell me I forget, teach me I may remember and involve me and I learn. Und damit würde ich auch direkt zu dem Quiz gehen, wo wir einige Fragen in dem Zoom-Chat, Entschuldigung, in den Zoom-Polls stellen werden, wo Sie einfach Ihr Wissen ein bisschen testen können. Und in der Zwischenzeit werde ich die Folien fix hochladen. Ja, also Sie sehen schon, Sie haben für jede Frage drei mögliche Antworten und es ist genau eine davon richtig. Also wählen Sie einfach die richtige Antwort aus, der Poll ist komplett anonym, also niemand wird hier mitschreiben, wer welche wie viele richtige Antworten abgegeben hat, aber ich denke, das ist ganz gut, um sich selber zu überprüfen. Genau, ist auch für uns ganz gut, was ich vielleicht nochmal wiederholen muss, kurz. Wir gehen dann nach dem Poll ganz kurz durch die Antworten durch. Timo, die Folien sind im Chat. Okay, super. Also werde ich dann auch gleich mit der Tour dran bist. So, ich denke, den Poll so 2 Minuten ist ein gutes Zeitlevel. Mhm. Dann können wir den jetzt einfach beenden. Und ja, vielleicht wartet es noch ein bisschen. Das ist noch mal, kommen noch relativ viele rein. Also ich sehe hier so einen Counter hochgehen. Vielleicht sollten wir so 3 Minuten geben für den Poll. Das sind 4 Fragen, 3 Minuten. Ja, stimmt, das ist eigentlich ganz schön. Wenn ich das alles hätte lesen müssen, wäre ich gut beschäftigt. Ja, genau. Oh, die ersten Übersetzungsfehler gemacht. Ja. Anscheinend N über K heißt K-N-T, K-Tief-N in der Schweiz. Oh. Ja, ich bin leider größtenteils in den USA ausgebildet, das heißt, es ist Enchuskay in meinem Gehirn. Ich weiß weder die Schweizerdeutsche noch die deutsche Variante korrekt. Okay, was wir damit meinen, ist dieses Binomialkoeffizient. Genau, Enchuskay. Also ich stimme da auch zu, dass das am klarsten ist, einfach was das bedeutet. Aber. Ja, ich bin einer der Professoren, die Deutsch sprechen, obwohl sie nie Deutsch gelernt haben, so richtig akademisch. Okay, gut, dann lassen Sie uns mal den Poll abbrechen. Also in die erste Frage, 2 Threads führen parallel jeweils K-Instruktionen aus. Das ist die große Mehrheit hat das richtig beantwortet, das ist perfekt. Ein Speichermodell, da werde ich jetzt nichts weiter zu sagen, ein Speichermodell ist eine Liste an zulässigen Compiler-Optimierungen. Ist es nicht, aber da könnte man jetzt noch ein Auge zudrücken, man könnte sagen, indirekt schränkt es die Compiler-Optimierungen ein, aber es ist nicht unbedingt eine Liste der zulässigen Compiler-Optimierungen, also es ist einfach eine Beschränkung für die Compiler-Optimierungen. Und die zweite Antwort ist dann richtig, gibt gewisse Garantien über die Effekte und Sichtbarkeitsfolge, also hier hätte man per Ausschlusskriterium vorgehen können. Und die dritte ist auch wieder eine Beschränkung, genau wie bei der ersten, also gewisse Sachen, zum Beispiel Reorder-Buffer darf man haben, gewisse Cache-Semantiken darf man nicht haben unter gewissen Speichermodellen. Okay, dann das Synchronized-Keyword in Java verhindert, dass ein Codeblock mit mehreren Threads gleichzeitig ausgeführt wird. Genau, das ist wieder eine überwältigende Mehrheit, hat das richtig gehabt. Kommentiere ich jetzt nicht weiter. Die letzte Frage, Architekturensprachen mit einem weniger strikten Speichermodell führen den parallelen Code oft langsamer aus. Naja, es wäre genau umgekehrt, also führen den Code oft schneller aus. Das Rote ist das Richtige, also zumindest bei mir, aber das Rote ist... Und ist das richtig, Timo? Ist die Semantik von Rot richtig oder Semantik von Rot, das sind die meisten Antworten? Nee, also es gibt das
Okay, genau. Also das kann nicht sein, das ist einfach wahrscheinlich das, was die Die meisten. Mehrheit dann einfach. Genau, aber in dem Falle gratuliere ich Ihnen kollektiv. Sie haben in allen, bei der letzten muss ich jetzt noch gucken. Ja, genau. Sie haben für alle Fragen die Mehrheit das richtig beantwortet. Also das Rote ist in dem Falle genau richtig. Und in der letzten Frage ist auch Architektur und Sprache mit einem weniger strikten Speichermodell für einen parallelen Code oft langsamer aus. Wie gesagt, es ist eher schneller, sind für Programmierer leichter, verständlicher. Das ist auch eher das Gegenteil. Also das hatten wir letzte Vorlesung diskutiert, dass das recht komplex wird. Werden wir heute noch ein bisschen weiter diskutieren. Und im dritten dann erlauben mehrere verschiedene Ausführungsreihenfolgen, und das ist genau das, was es ist. Okay, gut. Dann lassen Sie uns einfach mal fortfahren mit dem Java-Speichermodell. Also ich hoffe, dass die Vorlesungsfolien jetzt in einigen Minuten verfügbar sind. Das Java-Speichermodell, wie ich letzte Vorlesung bereits eingeführt hatte, also das ist eine leichte Wiederholung von letzter Vorlesung, die es beschränkt eben die möglichen Resultate von Programmen. Ja? Und das ist relativ wichtig. Also, wenn man eben keine Beschränkung der möglichen Resultate hat, was wo gelesen werden kann, dann kann man beliebige Ausgaben bekommen. Beliebig ist natürlich nicht ganz richtig, man kann unerwartete Ausgaben bekommen, aber auf gewissen Architekturen, wie zum Beispiel x86, kann ich tatsächlich nahezu beliebige Ausgaben bekommen. Also das bedeutet, ich kann einen Wert lesen, der niemals geschrieben wurde auf x86. Und das ist dann schon relativ problematisch. Der Wert muss in zwei Hälften geschrieben worden sein. Also, das ist relativ komplex, aber ich kann tatsächlich einen Wert lesen, der niemals geschrieben wurde, wenn ich Race Conditions erlaube. Ja? Und das bedeutet, das Java-Speichermodell versucht es eben zu verhindern, weil ich will natürlich keine Werte lesen, die niemals geschrieben wurden. Ja, das ergibt ja keinen Sinn, praktisch gesehen, sondern ich will schon irgendwie was lesen, was mal geschrieben wurde. Und das Java-Speichermodell definiert eben sogenannte Actions, also ich nenne das jetzt auf Deutsch einfach mal Aktion. Das ist vielleicht auch nicht die beste Übersetzung, aber ja, wie gesagt, das ist eine deutsche Vorlesung hier. Und die Aktion wäre hier eben in dem Falle, ich lese die Variable x, also das ist die Semantik von dem, und ich bekomme den Wert 1 zurück. Also diese Aktion ist ausgeführt worden und danach sage ich, das ist die Leseoperation auf Variable x und ich habe den Wert 1 zurückbekommen, das ist im Endeffekt im Nachhinein. Das ist ein sogenannter Trace oder eine bestehende Ausführung, die eben schon passiert ist. Dann ist jetzt die Frage, wie ich diese Ausführungen, also Ausführungen sind Sets oder Sequenzen von diesen Aktionen. Also an Execution is a set of actions or a sequence of actions. Und diese Aktionen, die werden eben zusammen mit einer gewissen Ordnung definiert. Ja, also als ich jetzt Sequence gesagt habe, das ist die Program Order. Also das sind die Reihenfolgen, in der diese Aktionen durch das Programm ausgeführt werden. Ja, das ist eine Reihenfolge. Es gibt aber noch weitere Reihenfolgen jetzt. Es gibt insgesamt vier Reihenfolgen. Ja, die vierte ist eine transitive Hülle über zwei andere. Also gibt es eigentlich bloß drei fundamentale. Aber es gibt die sogenannte Synchronisationsreihenfolge. Das ist die Reihenfolge der synchronisierten Zugriffe, und es wird gleich noch klarer, in dem gleichen Thread. Okay? Aber das werde ich gleich noch an Beispielen erläutern. Die Synchronizes With-Reihenfolge ist die Reihenfolge von synchronisierten Zugriffen über verschiedene Threads, also zwischen Thread 1 und Thread 2 zum Beispiel. Und Synchronization Order ist in dem gleichen Thread. Und dann die Happens Before Order, das wird gleich noch klarer, ist im Endeffekt die transitive Hülle oder die Kombination aus Program Order und Synchronization Order. Okay, jetzt machen wir das mal am Beispiel. Das ist ja abstrakt, aber jetzt schauen wir uns mal die erste Ordnung, genau diese Program Order an. Also die Program Order ist eine absolute Ordnung, ja, das ist wichtig, eine absolute Ordnung. Das heißt, also jedes Paar von Operationen ist in irgendeiner Form geordnet. Ja, entweder ist A kleiner b, also A vor b oder b vor A. Ja, es kann nicht sein, dass ich das nicht sagen kann. Das ist die Definition einer absoluten Ordnung, haben Sie sicherlich in Mathematik bereits gehabt. Für die Operationen, die in dem gleichen Thread stattfinden. Ja, und das ist relativ trivial, also eigentlich ist es sehr hochtrabend ausgedrückt für eine ziemlich einfache Geschichte, weil die Geschichte ist einfach, ja, das ist eben, wie das Programm ausgeführt wird. Ja, wenn wir uns dieses Programm anschauen hier. Ja.
Ja, da ist eben if x equals 2, ja, okay. Wenn ich jetzt sage, dass bei dem Lesen die Variable x mit dem Wert 2 gelesen wurde, dann ist relativ klar, dass die nächste ausgeführte Operation ist natürlich diese hier. Ja? Relativ klar, weil ich, ja, if x equals 2, ich kriege 2 als x, also ist das wahr, also gehe ich in diese Bedingung rein. Und dann, was diese Variable, was diese Operation macht, ist, die schreibt eben in die Variable y den Wert 1. Ja? Und dieser else-Block wird in dem Falle, wenn x gleich 2 ist, einfach nicht ausgeführt. Ja, ist immer noch da, aber dort nicht ausgeführt, aber das ist genau das Wichtige an der Programmordnung. Und dann am Ende, das wird natürlich immer ausgeführt, dieses R1, also das bedeutet wieder, dass ich y lese und jetzt an der Stelle lese ich natürlich 1, weil hier davor 1 geschrieben wurde. Ja? Okay, das ist eine valide Ausführung. Ja, was jetzt aber wichtig ist, dass ihr hier verstehen müsst, das ist einfach eine Ordnung der Aktionen im Programm. Die sagt eigentlich erstmal nichts über die Speicherzugriffe aus. Ja, das kommt später, das macht dann die Synchronization Order. Okay? Aber das ist einfach die Ordnung der Aktionen. Das ist immer eine totale Ordnung. Also das ist das, was Sie eigentlich die ganze Zeit bis jetzt programmiert haben. Wenn Sie sequenziell programmieren, ja, dann gehen Sie ja auch davon aus, dass es eins nach dem anderen ausgeführt wird. Und jetzt habe ich einfach formal definiert, dass Sie jedes dieser Ausführungen, wenn die CPU das ausführt, erzeugt so eine Aktion. Und jedes dieser Aktionen hat halt eine gewisse Semantik, in dem, was die Aktion halt liest, hier in dem Falle eben 2. Okay? Gut. Und der einzige Grund, warum das existiert, das ist auch auf die Folie, ist einfach, man möchte eine Beziehung zwischen der Ausführung und dem originalen Programm darstellen. Weil was ich ja bereits gesagt habe, was jetzt trivial ist, ist einfach hier das originale Programm, also das ist dieses Teil, der Quellcode, und die Ausführung nebeneinander anzuschauen und zu sagen, okay, ja, die sind konsistent. Jetzt zeige ich Ihnen mal noch eine, und das ist Pro-Thread, ja, okay, aber jetzt zeige ich Ihnen mal noch eine Ausführung, die nicht konsistent ist an der Stelle, und das ist genau das, also ich muss hier ein bisschen zur Seite gehen. Also genau das gleiche Programm, was passiert, wir lesen x gleich 2, also wieder das gleiche, x ist gleich 2, und jetzt behauptet man, irgendjemand, dass diese Program Order eben zwischen diesem Read und diesem else-Zweig hier passiert. Aber ich habe ja hier oben x gleich 2 gelesen. Das bedeutet im Endeffekt, dass ich nicht, also dass das gar nicht passieren kann, der else-Zweig, und damit gibt es keine Program Order zwischen den beiden. Also das ist einfach eine invalide Ausführung, das kann nicht so ausgeführt werden. Ja? Also hier drüben links ist die valide, eine valide Ausführung, rechts ist eine invalide Ausführung, da ist das Program Order bereits durchgestrichen. Natürlich die Program Order zwischen diesem Write und diesem Read, die ist immer valide, weil, wie Sie ja sehen, ist da keine weitere Bedingung. Ja? Also wenn diese Zeile ausgeführt wird, wird definitiv danach diese Zeile ausgeführt. Ja? Das kann ich aber nicht über diese Zeile und diese Zeile sagen. Ja? Wenn diese Zeile ausgeführt wird, kommt es nur darauf an, was ich für x gelesen habe, ob es nächstes diese Zeile kommt oder diese Zeile. Ja? Also relativ klar, Definition eines sequentiellen Programms. Okay? So, also das war jetzt sehr hochtrabend für einfach eine Definition, wie Programme ausgeführt werden. Aber das ist relativ wichtig, das zu verstehen, weil faktisch die gesamte Theorie, die jetzt folgt, basiert einfach auf diesen Aktionen. Und das ist die Theorie, die habe ich mir nicht ausgedacht, um sie zu quälen, sondern die Theorie ist genau das Java-Speichermodell. Also um das Java-Speichermodell zu verstehen, dann müssen Sie diese Aktionen verstehen, müssen Sie genau verstehen, was da drin vorgeht. Okay, jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Jetzt haben wir nicht bloß Programmaktionen, jetzt haben wir auch noch diese Synchronization Actions, wie wir hier oben sehen. Und wir haben natürlich auch noch diese Synchronization-Reihenfolge. Also einmal Synchronization-Actions sind spezielle Aktionen, die ausgeführt werden, nämlich die folgenden hier. Also entweder jedes Lesen oder Schreiben einer volatilen Variable ist eine Synchronization-Action. Also ist es eine spezielle Aktion. Jedes Lock oder Unlock von einem Monitor oder einem Lock oder irgendwas, Lock oder Unlock, ist auch eine Synchronization-Aktion, Synchronisationsaktion. Wenn ich einen Thread starte, nämlich die erste Operation, oder beende, dann gibt es eine synthetische, also künstliche Synchronisationsoperation. Ja, also wenn ich einen neuen Thread erzeuge, die erste Operation ist eine künstliche Synchronisationsoperation und die letzte genauso, also bei einem Thread-Join. Dann die Aktion selbst, die den Thread startet, ist auch eine Synchronisationsoperation. Also sprich,
wie ich einen Thread starte, ist ja typischerweise in irgendeinem bestehenden Thread rufe ich auf, starte mal den anderen Thread. Und diese Operation ist eine Synchronisationsoperation und die erste Operation in dem neu gestarteten Thread auch. Und übrigens, diese beiden sind verbunden über die Synchronization Order, wie wir gleich sehen. Ja? Und genau das gleiche für das Ende eines Threads, wenn es irgendeine Aktion gibt, die feststellt, ob ein anderer Thread fertig geworden ist, also sich beendet hat, dann wird es eben auch damit, geht es auch damit mit ein. Okay? Gut. Dann diese Synchronisationsaktion, jetzt wird es spannend, ja, jetzt haben wir die erstmal definiert, was das ist. Ja, also wie gesagt, eine normale Aktion ist einfach jede Ausführung von Operationen im Java. Eine Synchronisationsoperation ist die Ausführung von spezifischen Operationen, nämlich genau die ich hier oben gezeigt habe. Ja. Und diese Synchronisationsoperationen, die formen jetzt eine Synchronisationsreihenfolge. Und wieder ist die Synchronisationsreihenfolge eine absolute Reihenfolge, eine absolute Ordnung. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Und diese absolute Ordnung ist jetzt, dass alle Threads sehen, also alle ausführenden, nenne ich einfach mal Threads hier, sehen diese Synchronisationsaktionen in der gleichen Reihenfolge. Und das ist extrem wichtig. Ja. Weil das ist ja im Endeffekt das, worauf wir uns schon verlassen haben. Aber was wir jetzt von der letzten Folie noch nicht wissen, wir haben eine Program Order und wir haben eine Synchronization Order jetzt. Die Program Order, die wird nicht definitiv von allen Threads in der gleichen Reihenfolge gesehen, weil die kann ja gar nicht beobachtet werden von einem Remote Thread. Was ich einfach nur beobachten kann, sind die Speicher-, Schreib- und Leseoperationen, die ich jetzt noch gar nicht genannt hatte. Ja? Aber jetzt die Synchronisationsorder, die kann ich beobachten von anderen Threads. Und alle Synchronisationsaktionen in jedem Thread sind in Programmreihenfolge. Ja, das ist irgendwie wieder logisch in der Reihenfolge, wie sie ausgeführt wurden. Und das heißt, weiterhin kann man noch sagen, dass Synchronisationsreihenfolge ist konsistent. Also sprich, alle Leseoperationen, und jetzt kommen Lese- und Schreiboperationen rein, alle Leseoperationen und alle Schreiboperationen, alle Leseoperationen in dieser Synchronisationsreihenfolge sehen die zuletzt geschriebene Version der Variable in dieser Synchronisationsreihenfolge. Und das ist wichtig. Weil jetzt machen wir tatsächlich Aussagen über, was kann ich beobachten? Was sieht denn eine Leseoperation? Also welche Schreiboperation wird von einer Leseoperation beobachtet? So, und mit dieser kleinen Definition können wir uns jetzt schon mal diesen Code hier oben anschauen. Wir haben jetzt hier diesen Code, das ist ein Volatile, also zwei Volatile Variablen, x und y, ja? Relativ einfach. Und das ist im Endeffekt das Gleiche, was wir gestern schon mal angeschaut hatten. Aber ich kann es ja noch mal kurz wiederholen. Was passiert? Ich habe hier meinen Thread, den linken Thread und den rechten Thread von mir aus. Der linke Thread, der schreibt x gleich 1. Und dann liest der linke Thread y in das Register 1. So, weiterhin schreibt der rechte Thread y gleich 1 und liest x in das Register 2. So, und jetzt würde ich Sie einfach mal kurz, eine Minute Zeit geben und Sie überlegen jetzt mal mit diesen Bedingungen hier drüben, nämlich genau, wir wissen ja jetzt, dass beide, die Lese- und die Schreiboperationen für x und y, sind Synchronisationsaktionen, weil das ja Volatile Variablen sind. Okay, das ist einfach festzustellen. Sie wissen auch, dass jetzt alle, also diese Bedingungen hier unten, ja, alle diese Synchronisationsaktionen sind in Order. Ja, die können jetzt nicht mehr vertauscht werden, nämlich genau die letzte ist das Wichtige hier. Ja, ich lese die zuletzt geschrieben wurde. Okay. Und dann sagen Sie mir doch bitte, was sind die möglichen Outcomes, also list all Outcomes, was sind die möglichen Resultate in Register 1, Register 2, die valide Ausgaben für eine Java Virtual Machine sind, also in dem Java Memory-Modell, was ich Ihnen gerade erkläre. So, kann mir jemand helfen im Chat vielleicht? Genau, die erste Antwort ist richtig. Also gut, perfekt. Das heißt, bin nicht zu schnell. Auch übrigens, wenn Sie meinen, dass ich zu langsam bin, ich kann es auch schneller machen, dann sagen Sie es einfach im Chat. Wenn ich so ein bisschen stocke, dann versuche ich den Chat zu lesen gleichzeitig, was nicht ganz so einfach ist. Genau, die Antwort ist richtig. Die einzige nicht valide Ausgabe ist 0,0.
Weil 0-0 kann jetzt nicht mehr passieren. Erinnern Sie sich, im x86 wäre 0-0 vollkommen valide gewesen. Ja? Und übrigens, wenn ich dieses Volatile da oben entferne und das auf eine x86-Architektur ausführe, dann kann es 0-0 geben in dem Resultat. Okay, also ich mache da nicht schneller, auch gut. Das ist das Wichtige. Also Sie müssten jetzt wirklich verstehen, dass Sie beweisen in dem Speicher, jetzt können Sie das formal beweisen, ich werde es jetzt nicht machen, aber Sie müssten verstehen, wie man das jetzt machen würde, wie ich hier oben diesen Code nehme, mit diesen Bedingungen links beweise, dass 0,0 nicht passieren kann. Okay, einfach per Ausschluss. Oder Sie können auch alle enumerieren. Ja, wir haben beide Methoden gestern gehabt. Sie können entweder alle Möglichkeiten, alle Interleavings, die jetzt valide sind, hinschreiben, oder Sie können beweisen, 0,0 kann nicht passieren, weil... Ja, also diese zwei Beweismethoden, die haben wir sind wir angegangen gestern. Okay, super. Jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Jetzt, ja, das Java-Modell ist, wie kann 1,1 passieren, ist die Frage. 1,1 kann ja einfach so passieren, dass der, also ich kann Ihnen einfach die Sequenz geben. 1, 2, 3, 4. Und das ist immer noch valide. In der Ausführungsreihenfolge, weil das Y liest dann von hier und das X, ja, ich weiß nicht, was ein bisschen knapp hier, liest dann von hier. Okay? Ja, das ist eine valide Sequenz. Aber ich kann eben nicht, ich kann keine so eine valide Sequenz zeigen, für, wo das Resultat 0,0 ist. Und wo das X und das Y nochmal von der richtigen Stelle lesen würde. Ja, aber das können Sie sich selbst überzeugen dann und das auch zu Hause ausprobieren. Weil um 0,0 zu kriegen, müsste das ja, also implizit ist das hier oben alles 0, das hatte ich ja letzte Vorlesung gesagt, müssten die ja jeweils von hier oben lesen. Also x würde dann von hier lesen und y würde dann von hier lesen. Aber dann müsste ich ja irgendwie diese hier überspringen. Ja, und das geht nicht in dem Speichermodell, ja, weil das eben volatile Variablen sind. Diese Synchronisationsaktionen, die führen einfach aus da oben für das x gleich 1 und y gleich 1. Und ich kann die nicht überspringen, weil hier steht ja, all reads in synchronization order see the last writes in synchronization order. Und weiterhin, die synchronization actions sind in program order. Und program order ist ja natürlich das hier. Ja? Also jetzt habe ich Ihnen faktisch den Beweis schon, schon gegeben. Ja, Sie können das einfach so argumentieren. Keine Angst, denn das ist noch nicht ganz klar. Wir machen einen leicht komplizierteren Beweis in einigen Minuten. Also das ist... Das wird dann typischerweise noch klarer. Also in dieser Vorlesung übrigens wiederhole ich fast jedes Konzept mindestens dreimal in unterschiedlicher Tiefe. Also typischerweise ein Einführungsbeispiel, leicht tiefer und es geht dann mit einem komplizierteren Beispiel nochmal für jedes Konzept, was wichtig ist. Ja, also wenn Sie irgendwie Sachen mehrmals hören, dann das ist by design. Also das ist tatsächlich, das nennt sich übrigens Spaced Learning, diese Theorie. Okay, gut. Das Java-Speichermodell hat eben noch zwei weitere Ordnungen und das ist dieses Synchronize With, das hatte ich ja bereits erwähnt, und die Happens Before, also passiert vorher und synchronisiert mit. So. Und diese synchronisiert mit, die Part-spezifische Aktionen, die sich sehen. Und das ist ganz wichtig. Also sprich, wenn ich eine volatile Variable schreibe, nenne ich die mal A, und eine andere Synchronisationsoperation, Synchronisations-Action, liest diese volatile Variable A später in einem anderen Thread. Ja, also ich kann das ja einfach mal sagen, ich kann sagen mal hier, oh nee, ist das wahrscheinlich ungünstig mit mir da im Bild. Ich schreibe hier auf A in Thread 1 und in Thread 2, dann lese ich A. Ja, das sind beides Synchronisationsaktionen, weil A ist volatil, habe ich einfach gerade gesagt. Dann wird sich zwischen den beiden eine Synchronizes With Ordnung erstellen. Wenn ich jetzt, also das war jetzt Synchronizes With, wenn ich jetzt aber hier drüben zum Beispiel B lese, dann wird es keine Synchronized With Ordnung geben. Das bedeutet dieses See Each Other. Also wird tatsächlich bloß Operationen, die miteinander was zu tun haben, eben gekoppelt sind über diese ich lese von der anderen Operation, haben diese von der anderen Variable, haben diese Reihenfolgen. Ja, also das ist ein bisschen mit dem See gemeint. Okay. Und ein Beispiel hier ist eben genau, was ich Ihnen gerade gesagt hatte. Eine volatile Variable x, die geschrieben wird, wird mit einem späteren Lesen von x
beobachtet. Und das ist entweder, wenn es im gleichen Thread ist, die Synchronization Order, oder wenn es in zwei verschiedenen Threads ist, die Synchronizes With Order. Ja? Und jetzt definiert man einfach, dass die transitive Hülle, also sprich die Union, die Vereinigung von Program Order und Synchronizes With Order, die happens before, also passiert vorher, Reihenfolge definiert. Ja, das ist noch relativ wichtig, weil diese passiert vorher Reihenfolge, das ist die wichtige Reihenfolge. Übrigens, das haben Sie sicherlich, wenn Sie Distributed Computing machen, das ist eine der wichtigsten Reihenfolgen. Also happens before ist Standard für Ordering of Operations, also Reihenfolge von Operationen. Okay, und jetzt können wir endlich definieren, das ist das Wichtige, jetzt können wir definieren, was tatsächlich über Threads gelesen wird. Nämlich, das ist die happens before consistency. Wenn ich eine Variable lese, ja, dann sehe ich entweder, und das ist wichtig, die letzte Schreib, dann beobachte ich, was mit der letzten Schreibaktion geschrieben wurde in happens before order. Ja, okay. Oder, und das ist noch viel wichtiger, oder irgendeine andere ungeordnete Schreiboperation. Also das heißt, wenn ich verschiedene Zugriffe habe auf die Variable, nämlich einmal eine nicht-synchronized und einmal einen synchronized Zugriff, dann kann es Probleme geben. Dann erwarte ich vielleicht, dass ich meinem synchronisierten Lesen die letzte synchronisierte sehe, aber wenn ich irgendwo anders eine unsynchronisierte hätte, dann kann es da im Java-Speichermodell Probleme geben. In x86 nicht, weil es da noch zusätzliche Regeln gibt, die das verhindern, aber das Java-Speichermodell erlaubt diese Races, dass auch synchronisierte Variablen übersprungen werden. Ja? Okay. Bei uns wird das nie passieren, das ist ja wirklich ein bisschen Haarspalterei hier an der Stelle, weil was wir machen in der Vorlesung, wenn wir überhaupt, oder auch in den Übungen, wenn wir überhaupt solche Sachen machen, dann definieren wir alle diese Variablen als volatil. Und das heißt einfach, dass es keine unsynchronisierten Zugriffe gibt, weil alle Zugriffe auf volatile Variablen sind synchronisiert. Ja, also es ist aber, um korrekt zu sein, möchte ich Ihnen das gerne erklären. Okay. So, und jetzt möchte ich das nochmal zusammenfassen, das Java-Speichermodell. Und zwar mit ein bisschen anderen Worten, vielleicht ein bisschen unterhaltsamer. Weil im Endeffekt ist dieses Java-Speichermodell, wie jedes Speichermodell, furchtbar viele Kopfschmerzen. Also wenn Sie, ich habe Ihnen jetzt eine relativ grobe Diskussion davon gegeben. Wenn Sie Details wissen möchten, schauen Sie sich bitte den Java-Standard an. Und schauen Sie sich auch das Paper an, was ich in letzter Vorlesung zitiert hatte, The Java Memory Model von 2008 oder so, glaube ich. Aber was jetzt wichtig für uns ist und auch wichtig für Sie in der Zukunft, ist einfach zu verstehen, was ein Speichermodell ist und damit umgehen zu können. Das heißt nicht, dass Sie ein Speichermodell Rechtsanwalt werden müssen. Ja, das ist genau, was ich jetzt versuche, so ein bisschen zu illustrieren. Also, was sagt ein Speichermodell? Speichermodell gibt mir Garantien und die sind oft minimal über die Visibilität von Speicheroperationen. Ja, das ist eigentlich alles. Die ganzen anderen Definitionen, die Ihnen dazugegeben habe, ja, diese Program Order, Synchronization Order, Synchronizes With und Happens Before, das sind einfach bloß theoretische Vehikel, damit ich klar definieren kann, welche Speicheroperationen ich dann beobachte im Zusammenhang mit meinem Quellcode. Ja, also die Program Order führt halt irgendwie den Zusammenhang zwischen den Operationen und Quellcode ein und die Synchronizes With Order eben über verschiedene Threads und so weiter. Also das heißt, das ist eine formale Definition des Vertrages zwischen dem Programmierer, das hatte ich ja bereits gesagt, Compiler, Architektur, über die Semantik des Programms, nämlich die Speichersemantik des Programms gibt. Übrigens, was ganz wichtig ist zu verstehen im Parallelrechnen, jetzt denken Sie vielleicht, ja, das ist jetzt die Speichersemantik, aber vielleicht ist die Speichersemantik ja gar nicht so wichtig. Nein, die Speichersemantik ist die einzige Möglichkeit, wie ich zwischen zwei verschiedenen Threads kommunizieren kann, in zumindest unserem Modell. Das heißt, wenn ich diese Semantik klar definiere, habe ich eigentlich die Interaktion zwischen Threads komplett klar definiert. Ja? Aber das Wichtige ist jetzt, dass Sie verstehen, wenn Sie jemals versuchen, diesen Text zu lesen, oder selbst die Folien, die sind schon relativ verklausuliert, aber wenn Sie den Text lesen, werden Sie feststellen, das liest sich so ein bisschen wie so ein Steuergesetz oder wie so ein Gesetzestext, der nicht wirklich unbedingt klar ist. Also wenn Sie das Auszug aus dem Zürcher Steuergesetz lesen, das ist zumindest für mich nicht ganz klar. Und das ist aber ganz normal, weil das muss eben extrem präzise sein. Das bedeutet, wenn Sie wirklich ein Detail definieren wollen, dann ist das die letzte Referenz. Also wenn Sie ein Rechtsanwalt sein möchten für Speichermodelle, dann schauen Sie sich das Speichermodell an. Aber für das, was wir hier in der Vorlesung machen und das, was eigentlich jeder in der Praxis macht, merken Sie sich einfach zwei Sachen. Nämlich einmal,
das Volatile und das Synchronized. Das sind die zwei wichtigen Operationen. Vielleicht gibt es noch drei mehr, aber die können sich einfach drei mehr dann merken. Aber für uns jetzt hier sind das die wichtigsten Operationen. Und die Daumenregel oder die Faustregel ist ungefähr, dass Speicheroperationen, nämlich die Sichtbarkeit von Speicheroperationen, werden nicht umgeordnet, ja, relativ zu anderen volatilen oder synchronisierten Zugriffen. Ja? Also Access to Volatile Variable ist ein volatiler Zugriff, also da greife ich eine Variable zu, die als volatil definiert wurde. Und Synchronized ist im Endeffekt genau das Gleiche. Das heißt, wenn ich ein Read einer Volatile Variable habe und einen synchronisierten Block und andere Sachen, die auch auf synchronisierten Sachen operieren, die überholen sich nicht. Die werden nicht umgeordnet in einem Thread. Natürlich in verschiedenen Threads gibt es keinerlei Ordnung, aber in dem gleichen Thread werden die nicht umgeordnet. Das ist so die wichtigste Daumenregel, die Sie sich einfach merken können. Und das ist dann auch fast das eigentlich schon fast zusammen. Weil das bedeutet, Sie müssen ja später damit umgehen können. Ja, ein Teil dieser Vorlesung ist, dass Sie die Grundlagen verstehen, was ich Ihnen jetzt erkläre. Aber später müssen Sie es auch in der Praxis anwenden. Und das ist im Endeffekt diese Regel, ist die Regel, die einfach hängen bleibt. Okay, aber was immer noch wichtig ist, dass Sie immer noch in der Lage sind, diese Regeln zu verstehen. Und da noch mal ganz kurz wiederholen. Also ich hatte es jetzt schon mehrmals gesagt, das ist das letzte Mal, dass ich diese Reihenfolgen wiederhole. Die Program Order ist die Reihenfolge, in der die Statements, also sozusagen die Actions, ja, das ist die Actions, die von den Statements kommen, tatsächlich ausgeführt wird. Ja, das ist die Program Order, ganz wichtig. Aber sehr, sehr oft sagt man einfach, das ist die Reihenfolge der Statements. Das ist natürlich technisch falsch, aber es wird sehr oft so benutzt. Ja, also behalten Sie es einmal im Hinterkopf, wenn jemand sagt, das ist die Reihenfolge der Statements, dann ja, theoretisch ist es eigentlich immer die Reihenfolge der Aktionen, die von dem Statement erzeugt werden. Ja, das ist dann wieder, wenn man ein Anwalt werden möchte. Dann die Synchronization Order, das ist auch eine Reihenfolge, das ist eine Reihenfolge der synchronisierenden Speicheraktionen, aber in dem gleichen Thread, ja, das ist wichtig. Denn die Synchronizes with Order ist im Endeffekt das Gleiche. Das ist die Reihenfolge der synchronisierenden Speicheroperationen zwischen verschiedenen Threads. Ja? Und dann gibt es natürlich noch die Happens Before Order und das ist Reihenfolge. Und das ist einfach die Vereinigung oder die transitive Hülle von der Program Order und der Synchronizes with Order. Die gibt mir dann an, über verschiedene Threads darüber hinaus zu gehen. So. Jetzt kurz vor der Pause, also ich habe noch 2 Minuten, werde ich vielleicht ein Beispiel durchgehen. Ich habe 4 Beispiele jetzt hier, um genau diese Sachen zu illustrieren. Ja, da kann ich Ihnen das Setting so ein bisschen erklären, in der Pause können Sie das sich nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ist nicht ganz trivial, aber ist auch nicht ganz schwer. Ist auch nicht sonderlich schwer. Also hier ist es wieder so ein Beispiel, von dem wir schon so viele gesehen hatten. Wir hatten die Variable x definiert und die ist nicht volatil, aber wir haben die Variable g definiert, die ist jetzt volatil. Okay, das jetzt wird es ein bisschen spannender als vorher, weil einfach alles volatil ist und dann ist es fast trivial. Diese Variablen sind natürlich initial 0, wie immer. Ja, also das sage ich meist nicht dazu, aber kann ich jetzt hier sagen. Dann gibt es 2 Codezeilen, also das Programm besteht im Endeffekt aus diesen 2 Zeilen für Thread, für den linken Thread und diesen 2 Zeilen für den rechten Thread. Ja. Und diese 2 Zeilen, wir schauen uns jetzt eine Ausführung an von dem Programm, was das folgende ist, nämlich der linke Thread macht ein Write zu x von dem Wert 1 und der linke Thread dann macht ein Write zu g von dem Wert 1. Diese sind immer die gleichen. Ja. Was jetzt aber nicht ganz klar ist, was ist denn das, was beobachtet wird beim Lesen, und das unterscheidet sich über die verschiedenen Beispiele. Also die linke Seite wird immer äquivalent sein, aber die rechte Seite ist jetzt anders über die Beispiele. Nämlich, wenn der rechte Thread jetzt g liest, kann er ja zum Beispiel 1 lesen. Ja. Und wenn der rechte Thread jetzt x liest, kann er zum Beispiel auch 1 lesen. So, was heißt das jetzt? Jetzt kann ich erklären, was passiert ist in dieser Ausführung. Ich habe noch 30 Sekunden, dann können wir in die Pause gehen. Was jetzt passiert ist, ist, dass die Happens Before, also die passiert vorher Reihenfolge, die 2 hier, die sind immer. Das ist einfach meine Program Order. Ja, die gibt es in jedem Beispiel. Aber was jetzt definitiv passiert ist, dass dieses, also vielleicht machen wir es mal andersrum, wenn g gleich 1 hier gelesen wird, ja, dann muss es ja von dem Schreiben gekommen sein, weil wo soll es also an die 1 wohl herkommen, ja, sonst herkommen. Das heißt, es gibt hier eine Synchronizes with Order, die dann natürlich zu der Happens Before Order beiträgt, weil die Happens Before ist ja wie gesagt die transitive Hülle, Synchronizes with und Program Order. Also diese anderen sind einfach Program Orders hier, ja, um es nochmal ganz ausführlich zu machen.
Und das heißt, ich habe jetzt für dieses Beispiel das komplett erklärt, was da rausgekommen ist, nämlich 1.1 mit diesen Reihenfolgen, Program Order und Synchronizes With. Und damit würde ich jetzt 15 Minuten Pause machen und wir sehen uns 15 nach. Ich bin natürlich da, um Fragen zu beantworten, aber das ist dann auch off the record, also die werden nicht aufgezeichnet. Dankeschön.